Oh yeah, Elektroschrott. Uhu. Ja, mal wieder was basteln, wa? Wäre eine gute Sache. Also, ich habe da so eine Idee und das ist Idee. Ich zeige euch gleich, was diese Idee hier so tut. Und ich hoffe mal, dass es auch richtig klappt, weil ich habe euch diesmal im Video drin, bevor ich den ganzen Ramsch mal ausprobiert habe. Gucken wir mal, ob es geht. So, was ist das denn nun überhaupt und was macht das? Es ist insofern mal ein bisschen was anderes als das, was ich sonst so hier vor mich hingedengelt habe, als hier kein Mikrocontroller dran ist. Ich habe mir gedacht, ich mache mal so ein bisschen was rein, ohne Mikrocontroller, Gedöns. Ich erkläre euch jetzt erstmal, was hier auf dem Board ist und danach sage ich euch, wofür es gut ist. Also, ich sage mal, abgesehen von der Stromversorgung, hier so das wichtigste Ende ist das hier. Und hier drin, da befindet sich ein Fototransistor. Und ja, ich habe mal so ein anderes Video gemacht über Laserlichtschranken, da kommt der hierher. Und der Fototransistor, der bildet zusammen mit so einem Trimpoti hier einen Spannungsteiler. Und der Output von dem Spannungsteiler geht hier in so einen SN74HC14. Was ist ein HC14? Ein 74HC14 ist ein Hexinverter. Und zwar aus folgendem Grund. Ich wollte, wenn dieser Fotosensor hier, wenn das Biest hier entweder keine Spannung mehr liefert oder schon Spannung liefert, dann wollte ich aus so einer gewissen Menge an Spannung ein sauberes An-Aus-Signal machen, was digital ist. Da hätte ich mir jetzt einen Schmidt-Trigger bauen können. Aber die TL-071 Op-Amps, die ich da habe, die sind für Schmidt-Trigger total scheiße, weil die nicht Rail-to-Rail sind und ach, ja, kann man vergessen. Aber ich hatte hier noch so einen Hexinverter, also nicht nur einen, ich habe da Kästchen davon, waren so billig beim Chinesen. Und die machen letztendlich auch nichts anderes als einen Schmidt-Trigger, ja, und einen Inverter halt dahinter zu schalten. Und folglich geht hier das Signal rein und hier geht das invertierte und getriggerte Signal raus. Für die, die sich jetzt die ganze Zeit fragen, was ein Schmidt-Trigger ist, letztendlich, sobald die Spannung eine bestimmte Schwelle über- oder unterstreitet, schaltet er komplett an oder aus, sodass man da nicht so gedönst. Hier ist ein BC337 drin. Kann man das sehen? Hier so dieses Ding, da, so ein kleiner Transistor. NPN-Transistor, ganz harmloses Ding mit so einem. Ich rechne das nicht aus, sondern setze ihn einfach an die Basis 1K-Widerstand. Und der schaltet dieses braune Kabel hier gegen Masse durch. Oh, geil. Ja. Das heißt, letztendlich, was ich machen kann, ich habe hier so eine Art Lichtschranke. Und bei der Lichtschranke kann ich, indem ich hier umstecke, zwischen einmal invertieren und zweimal invertieren. Weil hier, seht ihr, da war ich so total pfiffig. Da habe ich eine Drahtbrücke reingebastelt, ja. Wenn ich jetzt hier reinstecke, kriege ich ein invertiertes Signal. Und wenn ich es hier reinstecke, ist es zusammen invertiert worden und ich kriege das Originalsignal. Wow, ich bin so geil. Ne? Egal. Jedenfalls, eigentlich eine ganz einfache Kiste. Schaltet diese Leitung hier auf Masse durch, sobald hier entweder kein Licht mehr dran ist oder eben doch Licht. Tools. Was hängt noch an diesem Gerät dran? Wir haben hier noch ein Kabel. Ja, und dieses Kabel, das hat ja dieses braune Ding hier für die Masse. Und das geht hier weiter. Das geht bis zu so einem Klinkenstecker. Und am anderen Ende eine Kamera. Olympus. Pen. Keine Ahnung. Von meiner Frau. EM10. Und hier geht das Kabel rein an der Seite. Und zwar zu dem Fernauslösereingang. Weil ich mir gedacht habe, ich möchte mal so ein bisschen rumspielen, ja, mit Fotografie fubar mit einer Lichtschranke. Katze im vollen Lauf oder also wenn sie die Lichtschranke durchbricht. Oder was eben interessant ist, weswegen man hier diesen am Inverter umstecken kann, wenn Licht draufkommt, auslösen. Ja, beispielsweise Kamera im Dunkeln auf ein Stativ stellen, hier, Gewittersaison. Und wenn dann der Blitz kommt, rablam! Licht wird wahrgenommen, Kamera löst aus, Foto vom Blitz. Soweit die Theorie. Ja, jetzt schauen wir mal, ob das prinzipiell was tut. Ich mach's mal total profimäßig. Will heißen, ich schalte die Kamera an. Ja, das ist, ja, Kamera ist an. Ja, hier, schau. Ja, kann man sehen? Dingeling, Kamera ist an. Und jetzt nehme ich diesen Sensor.
Und so wie der momentan eingestellt ist, würde es mich wundern, wenn der irgendwie auf Tageslicht reagiert. Da passiert nichts. Ja, auch wenn ich ihn abdecke, gar nichts. Aber ich habe hier diesen Laserpointer, um unsere Lichtschranke zu simulieren. Ja, der pointet hier. Und jetzt pointe ich hier mal drauf. Hört mal genau hin. Das macht einen sehr guten Eindruck. Es macht klickety, klickety. Jetzt schauen wir mal bei der Kamera hier im Play-Mode, was die so gerade... wo macht man den hier wohl? Ja, hier. Ja, wenn das Kabel dran ist, reagiert die Kamera nicht auf anderen Input. Jetzt schauen wir hier mal im Play-Mode, was sie aufgenommen hat. Ja, und sie hat tatsächlich mal eine Lötstation aufgenommen. Und das ist relativ folgerichtig, weil die Lötstation ist da, also wo sie hingewiesen hat. Hat also funktioniert. Gut, Schaltung tut. Was kommt jetzt? Das da auf Lochraster, weil mal ganz ehrlich, für den Mist mache ich mir jetzt noch keine Platine fertig. Das ist mir jetzt zu viel Arbeit. Aber so ein bisschen Lochrasterei, das kann man mal tun. Bevor es losgeht, eine Sache habe ich noch vergessen, nämlich das Ding braucht ja auch Strom. Und zwar habe ich da hier nochmal so ein, ne? Das ist ein LP2950, Festspannungslinearregler, 5 Volt, kann irgendwie nur so 100 mA oder so, weil das ist immer noch 1000 Mal mehr, als wir hier brauchen. Passt perfekt mit so ein paar hier Echos, ein Mikrofarad am Eingang, 10 Mikrofarad am Ausgang. Und bevor ich es vergesse, ich muss euch noch was zeigen, das ist total geil. Guck mal, das ist mein Netzteil, das ich aktuell verwende. Schickes Ding, ne? Die absoluten Experten unter euch, ja, werden anhand eines Labels möglicherweise erkennen, welcher Händler eine Lagerräumung klar gemacht hat und mir dieses alte, aber sehr schöne Gerät für echt wenig Kohle vermacht hat. Könnt ihr mal drüber nachdenken. Egal, Werbung genug. Was ich hier jedenfalls machen werde, da kommt so ein Batterie-Clip-Dingsbums dran und dann hier so Dingenskirchen und dann hat das auch Strom. Wollte ich nur noch kurz einwerfen. Die Löterei wollte ich eigentlich nicht aufzeichnen, aber der Jens Schwen, ja, der sagte mir, er guckt gerne dicken Männern beim Löten zu oder so. Ne, also können wir ein bisschen gucken. Ja, zusammengebaut ist der Driss jetzt. An der Stelle gilt es dann einfach mal zu sehen, ob es funktioniert. Wenn es funktioniert, ist das mit dem hier, ne, also Multimeter relativ leicht zu checken, weil was der da macht, ist letztendlich, dass er diese beiden Pins da, ja, dass er die zusammenschaltet. Und jetzt gucken wir doch einfach mal mit dem Durchgangsprüfer vom Multimeter, wie das so ist. So, und da er jetzt nicht piept, würde ich erwarten, dass er piept, sobald ich mit meinem Laser hier reinscheine. Ne, macht er natürlich nicht, weil ich vergessen habe, den Chip reinzustecken. Ich Vollhonk. Ja. Schauen wir mal. Das macht nicht viel. Oh, Kenners, das sieht nicht sehr gut aus. Super interessantes Stück Trivia. Hier diese, ne, wo ist es? Hier, da, diese Hexenwärter-Dinger, ne? Die brennen nicht ab, wenn man sie verpult reinsteckt, zumindest nicht sofort.
Ich habe hier noch so einen Jumper reingebastelt, den man vom PC kennt. Und zwar der Jumper, der schaltet um zwischen. Wenn nichts passiert, wenn kein Licht dran ist, löst die Kamera nicht aus. Sobald Licht kommt, löst sie aus. Das wäre also die Schaltung, die man benutzen würde, um Blitzfotografie zu machen, wenn es draußen gewittert. Andersrum. Na, solange das Laserlicht drauf scheint, löst die Kamera nicht aus. Sobald es unterbrochen wird, löst sie aus. Das heißt, was ich jetzt hier habe, ist ein, ja, wie soll ich mal sagen, generisches Kamera-Auslöse-Dingsbums für wahlweise, wenn viel Licht drauf fällt oder wenn so gut wie keins drauf fällt. Ich könnte noch hier, hier auf dem Modul mit meinem Laserteil, da habe ich auch schon so einen Spannungsteiler drauf, da könnte ich auch den Widerstand nochmal anders dimensionieren, damit der empfindlich genug wird, um Tageslicht wahrzunehmen. Ich finde es aber eigentlich ganz gut, dass ich ihn mit einer Laserdiode auslöse. Finally, weiter geht's. Und zwar muss jetzt diese Laserdiode hier in irgendeiner Art und Weise so verarbeitet werden, dass man sie an eine Wand gegenüber von dem Sensor tun kann. So, damit das da reinleuchtet. Okay, Sensordiode hat dummerweise so eine Arschlochrückseite, ja. Es wird nicht so einfach, die irgendwo drauf zu kleben, aber ich habe eine Idee. Für diese Idee brauche ich diese zwei in etwa gleich großen Stücke Lochrasterplatine und Bohrerteile. Gleich seht ihr, was ich damit mache. Zuerst klärbe ich mal mit diesem wunderbaren doppelseitigen Klebeband, das war irgendwann mal in so einem Mehlbacke-Paket drin, meine beiden Stücke hier aufeinander. So. Wenn ich die Schutzfolie oben abkriege, dann zapp. So. Bei dem kleineren Stück hier, ja, da muss ich jetzt nicht aufpassen, da kann ich es aufs Kupfer kleben, weil da will ich nicht drauf löten. Da wird später nur geklebt. So, jetzt sind die schön übereinander. Hintergrund ist, wenn ich jetzt an denen bohre, kann nichts mehr verrutschen. Die Löcher sind 3,2 mm genau richtig für M3-Schrauben. Jetzt muss ich das Gekröse wieder auseinanderfrickeln. Oh, buh, ja, dieses doppelseitige Klebeband hier ist echt die Hölle. Aber geht ab. So. Jetzt habe ich zwei Lochrasterplatinen. Und diese Lochrasterplatinen sind derart, dass man sie ganz wunderbar mit Abstandhaltern aufeinander schrauben könnte. Also beispielsweise so, so in so einem Abstand. Ja. Und warum das gut ist, das seht ihr gleich. Ja. Dicke Männer beim Löten. Für Jens. Extra für Jens. Nur Kameraden, jetzt habe ich das hier. Und wisst ihr, was das ist? Spannungsversorgung hier. Das ist noch so ein LPL2950 von Vollspannungsregler. Nochmal so ein, hier so ein Clip-Dingsbums. Und was wir jetzt als erstes machen, ich muss nochmal kurz gucken. Ich habe das ziemlich hingefrickelt, genau wie das andere Zeug. Ich habe gerade voll Bock auf Frickelage. Jetzt müssen wir nochmal gucken, ob es einen kurzen hat. Nee, hat es nicht. Alles gut. Geil. Im nächsten Schritt brauchen wir gar nicht mehr so viel Feingefühl und Lötarbeit. Da geht es brachialer zur Sache, da stehe ich drauf. Und zwar schauen wir erstmal, also hier diese da, ne? Laserdiode. Da sagt mein Messgegröße, die ist so ungefähr 6 mm. 6 mm? Naja, gut. 5,5 mm Bohrer sollte genau richtig sein, wenn ich das irgendwo durchstecken und hinterher festkleben will. Und aus diesem Grund habe ich hier schon mal was vorbereitet und ihr werdet es nicht raten, 5,5 mm Bohrer. Die Oberseite kriegt jetzt ein Loch. Loch.
das Teil hier, das hatte ich gerade eben so an der dritten Hand mal so hängen. Ne? Dann habe ich ein paar Tropfen Sekundenkleber drüber laufen lassen, um es zu fixieren. Dann habe ich den Sekundenkleber so einigermaßen antrocknen lassen, während hier mein Freund die Dremel-Heißklebepistole-Gedings aufgeheizt hat. Und jetzt machen wir hier professionelle Befestigungstechnik. Ja, also ich würde mal so sagen, die Laserdiode sollte damit vernünftig gesichert sein. Naja, so halbwegs. Oder auch richtig. Oder für immer. Und dann schreiten wir zur Endassemblage. So, was haben wir denn jetzt hier fallen? Also hier haben wir mal Distanzbolzen M3 15 mm. Ja, so sehen die aus. Und dann haben wir eine Reihe Schrauben, die da dazu passen. Und jetzt befestige ich einfach mal hier die Bolzenteile an den Schraubenteilen. Tada! Ja, hier kommt dann Datte drauf. So hier. Ja, also muss ich jetzt hier noch schnell die Kabel mal so abschneiden, dass es halbwegs passt und das drauf löten. Und dann schraube ich das da drauf. Ja, könnt ihr euch vorstellen. Schubididu, da, da, didub, dab, didub, dab. So sieht das aus. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Wollt ihr mal lachen? Ich habe es tatsächlich geschafft, die Optik von dem Ding kaputt zu machen bei der ganzen Aktion. Es fokussiert nicht mehr richtig. Will heißen, das spezielle Teil kann ich rausholen und eine andere einbauen. Ich bin so ein Honk, echt. Da rächt sich die hochwertige Verarbeitung mit dem guten Heißkleber. Verdammt. Noch ein Versuch. Diesmal kriege ich es hin. Ja, nachdem ich vorhin nicht wusste, ob ich es mit dem Heißkleber kaputt gemacht habe oder womit auch immer, habe ich jetzt nur so einen Klecks genommen. Das reicht auch. Nun, jetzt tut das Ding nämlich auch hier, ne? Also Laserlicht vom Feinsten. Hier sieht man jetzt mal die ganze Angelegenheit im Experimentalaufbau. Wir haben da den Laser, der zeigt hier auf den Detektor. Und hier ist das Gedönse. Als Stromversorgung sind hier schon realistisch die 9 Volt Batterien dran. Und jetzt schauen wir mal, ob es geht. Ja, wunderbar. Versuchsaufbau ist aufgebaut. Hier die Kamera, da ist der Empfänger. Da ist unser Versuchsobjekt. Und das Versuchsobjekt lässt sich ganz hervorragend mit einem Laserpointer fernsteuern. Und jetzt schauen wir mal, was wir für Bilder haben. Oh, das sieht aber klasse aus. Haha, neugierige Katze ist neugierig. Katze im Sprung und im Lauf. Ich glaube, da sind ein paar Aufnahmen dabei, die man sonst so nicht kriegen würde. Da wäre also dann eigentlich das Ziel erfüllt. Jo, das Projekt hat wunderbar funktioniert. Ich habe Spaß gehabt, Katze hat Spaß gehabt. Die Schauspielerin von eben heißt übrigens Mary. Und ich werde mir noch überlegen, wie um alles in der Welt ich das alles noch mal ein bisschen sinnvoller benutzen kann. Aber mir fällt da schon was ein. Nach meiner Verabschiedung schneide ich ja noch ein paar von den Bildern rein, die ich gerade gemacht habe, für die es interessiert. Und tja, da bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen, nämlich Tschüssing.